bin jetzt in dem kleinen Museum und ist recht interessant. Ich gebe ein bisschen Aufschluss über die Historie des Tempels und schon interessant, wenn ihr hier einmal reingeht. Wie überall, wo es Touristenattraktionen gibt, hoffen auch die Souvenirhändler auf das große Geschäft. Hier ist nichts von der natürlichen Freundlichkeit der Thai zu spüren. Hier geht es ums reine Geschäft. Und deswegen meine ich solche Plätze auch meistens. Ich fühle mich wohl in kleinen Ortschaften, wo die Thais noch vollkommen natürlich drauf sind. Oder halbwegs natürlich jedenfalls. Alles Lippes zu vollkommen überteuerten Preisen. Überall der gleiche Tand. Hier bringen die Thais ihre Opfergaben dar. Das ist allerdings bereits schon außerhalb der Tempelanlage. Ein neuzeitlicher Tempel. Wieder einmal geschlossen. Hier seht ihr, Gitter ist dicht. Die Thais haben Angst vor Diebstählen, die sich in letzter Zeit mehr und mehr häufen. So, langsam überkommt mich der Hunger und ich suche mal ein Restaurant, wo ich was zu essen bekomme. Und ja, schauen wir mal. Noch hier Korbwaren. Da haben wir noch schon was. มีปัดกระเป๋าไหมมีค่ะ
เอาผัดกะเพราไข่ดาวครับกะเพราไข่ดาวเห็นไหมคะนี่ drei Mädels köcheln vor sich hin seltsamerweise wollen die kommen mit aufs Video normal sind die nicht so schüchtern lecker ผัดกะเพราไข่ดาว jetzt werde ich noch was essen ich muss ja noch einen Rückweg machen und jaDas war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Die Mädels essen auch, sehe ich gerade. Ja. In dem Restaurant, in dem ich aß, zahlte ich für Essen und Wasser 60 Baht. Zahlreiche Restaurants befinden sich auf der Straßenseite. Und da müsst ihr für das gleiche Essen mindestens mit dem Doppelten rechnen.Die Touristen werden von den Bussen dort abgeladen und die Fahrer ziehen ordentlich Commission. Das Geschäft floriert. Touristen und ganze Schulklassen werden in die Restaurants gelotst.Und die Fahrer kassieren ordentlich Commission dabei. Lohnt sich das Geschäft?